Back on the Road. Nicht so laut. Okay, ich muss ein bisschen leiser sprechen. Wir sind hier im, was hast du gesagt? Einer der größten Zirbenwälder in den Alpen. So, wir sind in einem der größten Zirbenwälder in den Alpen. Wir sind hier. Wir wollen Tiere beobachten, deswegen halten wir es jetzt kurz und melden uns später. Wir sind hier mega weit rausgefahren, sind in so einem Naturgebiet hier, Naturschutzgebiet, und wollen zum Wildbeobachtungsturm. Und von da aus gibt es mehr. Hätten die den Boden nicht aus Holz machen können? Das ganze Ding wackelt. Merkst du das? Ja. Unangenehm. Jetzt sind wir am Wildbeobachtungsturm ganz oben. Der Boden hier ist aus Holz, aber beim Aufstieg nicht. Und ja, man sieht halt die ganze Zeit den Boden. Wenn man nicht ganz schwindelfrei ist, ist das schon ja, übel. Wir sind recht weit rausgefahren. Wir sind jetzt bestimmt eine halbe Stunde mit dem Auto irgendwo Richtung Wildnis gefahren, um hier anzukommen. Und das ist jetzt auch eine Talwanderung, die wir heute machen. Und ja, bis jetzt ist es ganz schön. So, wo geht's lang? Ja, wir gucken gleich mal auf die Karte, weil hier steht das jetzt nicht ausgeschildert, aber ich glaube, wir müssen schon hier lang und dann können wir auf den Rückweg da hinten lang. Ne, auf der anderen Seite. Ja, okay, dann gehen wir da hoch, ja? Ist das der Erlsbach? Ja, wahrscheinlich. Nee, Schwarzbach, oder? Ich kann's dir nicht sagen. Echt, sieht echt richtig toll aus. Wie ist denn nochmal dieser Film mit diesen Trollen? Keine Ahnung. Ich gucke das nach und dann schreibe ich das irgendwo rein. Sehr empfehlenswerter Film, wie ich finde. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Oder wie würdest du es sagen? Mal was anderes. Und diese Gegend, die erinnert mich so ein bisschen daran. Überall liegen so diese Steine. Wir können ihn empfehlen. Guckt euch den ruhig mal an. Und dann, ja, wenn ihr den gesehen habt, vielleicht kennt ihr den ja auch schon, schreibt das noch in die Kommentare, ob euch das hier auch so ein bisschen daran erinnert. Ach so, wir haben übrigens Murmeltiere gesehen noch, ne? Ja, zwei wieder. Oben auf dem Wildbeobachtungsturm haben wir durch das Fernglas geguckt und haben dann noch zwei Murmeltiere gesehen. Thank you.
Wir sind jetzt gerade eigentlich auf der Suche nach einer Bank, wo wir mal irgendwie eine Pause machen können. Das, was ihr gesehen habt, das sind Jagdhütten aus Stein. Und das ist hier völlig im Nirgendwo, ins Nirgendwo hingebaut. Und das erinnert sehr an diese tibetanischen Dörfer. Das sieht sehr, wie habe ich den Satz angefangen? Das sieht sehr aus wie diese tibetanischen, ist das richtig? Tibetanisch, so. Also sieht auf jeden Fall sehr, es ähnelt sehr diesen tibetanischen Dörfern und diese Route, die wir jetzt auch gehen, diesen Wanderweg, der heißt auch, oder der, da war die Überschrift so, nach Tibet und zurück. Und ja, das waren auf jeden Fall die Hütten. Irgendwie ist noch kein Ende in Sicht, wenn wir jetzt so gerade ausgucken. Weißt du ungefähr, hast du ungefähr eine Idee, wie lang das noch ist? Ich wollte das danach gucken auf der Karte vorhin an der Bank, aber du meinst, es käme noch eine. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt ein bisschen noch weiter in diese Richtung. Was? Wir gehen auf jeden Fall jetzt noch in diese Richtung ein bisschen weiter. Hoffen, dass wir gleich in irgendeiner Alm vorbeikommen. Oder zumindest an der Bank, wo wir mal irgendwie ein bisschen Rast machen können. Jo, aber es ist schon wieder so, es ist wieder eine Talwanderung, die wir hier machen und es sieht wieder so heftig aus, oder? Jo. Guck dir das mal an. Hier ist es ziemlich windig. Wir sind jetzt einmal durch dieses Dorf gegangen. Jagdhausalmen. Das sind alles Jagdhausalmen. Und zwar, wir waren schon auf dem Weg hierhin bei solchen Steinalmen oder Steinjagdhäusern. Und dann sind wir weitergegangen und hier ist dann nochmal so ein kleines Dörfchen. Und hier sitzen wir gerade auf einer Bank. Es ist sehr idyllisch, aber auch ein bisschen creepy hier, oder? Schon. Es ist halt alles so verlassen und aber es ist trotzdem sehr schön hier. Wir haben vorhin noch gesagt, so eine Talwanderung hat auch wirklich was, ne? Mhm. Oben ist ein kleiner Teich, nennt sich das Faunauge. Und da sind wir auch noch mal kurz hochgegangen. Ja, jetzt stärken wir uns noch einmal. Und die ganze Tour hierhin
hatten wir nicht ein einziges Mal Internetempfang. Es ist wirklich null. Also wirklich gar nichts. Ich könnte nicht mal Notruf rufen. Deswegen geben wir entsprechend auch acht. Keep your fingers crossed, dass uns nichts passiert. Genau, wir passen auf. Wie ihr gesehen habt, die Hänge sind teilweise wirklich sehr steil und die Wege gehen wirklich sehr nah an diesen Hängen entlang. Ist trotzdem sehr schön und ja, jetzt geht es auf jeden Fall wieder zurück. Es zieht sich hier schon die ganze Zeit zu und wir haben es auch schon einmal donnern hören. Und dann hoffen wir, dass wir trocken ankommen. Hier zum Beispiel vor uns, ne? Das ist hier ein Berg, der ist überhaupt nicht weit weg. Aber oben, die Spitze, die versinkt schon in dieser Wolke drin. Gleich mal losgehen. Ja, aus diesem Grund werden wir uns jetzt wirklich auf den Rückweg machen, rückwärts gehen. Grinch. Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder zurück und ja, in diesem Sinne, ciao zum Schmausen. Vielleicht bis bald. Vielleicht bis bald, wenn wir es schaffen. Tschüss.